Und du bist dir wirklich sicher, dass du das machen möchtest? Ja, nachdem ich die Drillinge verloren habe, ich möchte jetzt ein Kind haben. Okay, dann werden wir uns mal mit den anderen beschäftigen. Komm, dann gehen wir mal, da drüben sind sie auch schon. Ich bin ja mal gespannt. Sowas habe ich ja noch nie mitbekommen und ich bin mal gespannt, wie Mama und Papa reagieren werden. Da bin ich auch mal gespannt, aber ich denke, das ist das Richtige für uns und das ist das Allerwichtigste. Schaut nur, da hinten kommen die zwei auch schon. Wer sind die denn? Das sind Alina und Robin. Okay, und wie heißen die weiter? Das ist Alina Bergmann. Echt? Da heißt jemand Bergmann? Wieso fragst du, Marcel? Ich kenne Emma Bergmann. Echt? Ja, das ist die große Schwester. Was? Okay, da bin ich ja mal neugierig. Hallo ihr Lieben, ich bin Linus und das ist Alina. Hey, ich bin Marcel. Hi Marcel, und wie heißt ihr zwei hier vorne? Ich bin Frederico. Und ich bin Josh. Hi Josh, Frederico und Marcel. Frühstück. Du Linus, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, Frederico. Wieso wollt ihr jetzt ein Kind adoptieren? Also, ich und, ich war schwanger und habe alle meine drei Kinder verloren bei einem Unfall. Oh Gott, das tut mir leid für dich. Danke, Frederico, aber ich krieg das schon irgendwie hin. Deshalb wollen wir jetzt ein paar Kindern ein neues Zuhause schenken. Und zwar bei uns zwei. Das ist sehr lieb von euch. Ja, das finde ich auch lieb. Und Alina, weißt du was? Ja, was ist denn, Marcel? Ich kenne deine Schwester. Was? Du kennst Emma? Ja, wir sind in einer Klasse in der Grundschule. Oh, wie schön. Darf ich euch dreimal eine Frage stellen? Ja, darfst du. Was willst du wissen, Linus? Okay, Frederico, wieso hast du denn keine Eltern mehr? Meine Eltern sind beide gestorben bei einem Autounfall, als ich eine kleine Baby war. Oh Gott, du Armer. Und bist du ein bisschen darüber hinweggekommen? Ja, aber es fällt mir immer noch schwer. Ich weiß nicht, ich muss schon wieder... Ach, du brauchst nicht weinen, Frederico. Wir sind ja jetzt schon mal für euch da. In uns habt ihr auf jeden Fall schon mal neue Freunde. Das ist nett, danke Linus. Und Josh, wie war's bei dir? Warum hast du keine Eltern mehr? Meine Eltern war ich zu anstrengend. Ich war viel zu laut und ich war immer aggressiv. Deshalb haben sie gesagt, sie haben keine Lust mehr auf mich. Und dann haben sie sich gar nicht mehr um mich gekümmert und dann bin ich hier hingekommen, ins Waisenhaus. Oh, das tut mir auch sehr leid. Och, ich sag dir ganz ehrlich, manchmal bin ich froh, von denen weg zu sein. Die haben mich schon ganz schön aufgeregt. Okay, du brauchst jetzt nicht wütend zu werden. Ne, ach, Quatsch, ich werd doch nicht wütend. Ich wollte nur sagen, das war echt nervig mit denen irgendwann. Deshalb bin ich ganz froh. Und mit Frederico und Marcel habe ich zwei gute neue Freunde gefunden. Das stimmt, Josh. Wir sind gute Freunde. Wie war's bei dir? Meine Eltern, die... Ich weiß nicht, ob ich euch das sagen möchte. Du brauchst nicht, wenn du es nicht sagen willst. Ich sag's euch, aber sagt's nicht der Emma, okay? Das mache ich nicht, versprochen. Also, meine Eltern wollten mich nicht mehr, weil ich im Rollstuhl sitze. Es war ihnen zu viel Arbeit und dann haben sie gesagt, ich wäre unnötig und die brauchen mich nicht. Was? Das glaube ich ja nicht. Oh Gott, ihr drei, ihr tut mir alles so leid. Ich will auf jeden Fall für euch da sein. Sei es als Mutter oder auch einfach nur als gute Freundin. Danke, Alina, das bedeutet mir sehr viel. In letzter Zeit sind wirklich tolle Sachen passiert. Mit Emma verstehe ich mich super gut in der Schule und die Klasse mag mich auch. Jetzt kommt ihr zwei noch und ja, das ist wirklich schon ein sehr, sehr positives Ergebnis für die Zeit, die vorher doch wirklich schlimm war. Linus, bist du bei der Polizei? Ja, ich bin jetzt zum SEK gekommen. Wow, das ist super. Wow, echt, das wünsche ich mir auch. Mensch, Josh, wenn du Lust hast, kann ich dich gerne mal mit hinnehmen. Das wäre der Wahnsinn. Okay, wie viel Zeit haben wir denn noch? Kinder, wir müssen jetzt leider gleich zurück. Verabschiedet ihr euch mal? Wir sehen Alina und Linus bestimmt mal wieder. Das hoffen wir doch. Und vielleicht dürfen wir dann auch irgendwann bei euch wohnen. Das schauen wir mal. Aber als Freunde habt ihr uns garantiert schon gewonnen. Ich bin gleich wieder da. Ich rede nur mal kurz mit den zwei. Alles klar. Und was sagt ihr? Das sind wirklich tolle Kinder. Und die haben so traurige Geschichten. Wir werden uns um sie kümmern, aber wir wissen noch nicht, wie viele wir wirklich bei uns unterbringen können. Und überlegt euch das gut. Eine weitere Enttäuschung verkraften die nicht nochmal. Nicht, dass sie ihnen erst Hoffnung macht und sie dann enttäuscht. Das machen wir. Aber das ist echt schon beeindruckend, was du für tolle Arbeit hier leistest. Du nimmst dein Kind mit und kümmerst dich noch um drei andere Kinder. Respekt. Wirklich großen Respekt dafür.
Ach danke, aber das mache ich gerne. Die drei sind mir wirklich ans Herz gewachsen und deshalb möchte ich auch, dass sie eine gute Familie bekommen. Darum werden wir uns kümmern. Und vielleicht ist ja einer von den drei, oder vielleicht sind sogar alle drei, bald unsere Kinder.